Die Fernsehnation nimmt Abschied von einem ihrer großen Darsteller. Der um Himmels Willen Schauspieler Fritz Wepper ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Seine Frau Susanne Kellermann bestätigte seinen Tod gegenüber Bunte. Er erlag am Montagmorgen friedlich im Schlaf seinem langen Leiden. Weppers Gesundheitszustand hatte sich nach einer Sepsis im Dezember dramatisch verschlechtert. Er wurde palliativ versorgt. Der Tod seines Bruders Elmar im Oktober hatte ihn ebenfalls schwer getroffen. In den letzten Tagen seines Lebens fand er im Hospiz in Oberbayern Pflege und Beistand durch seine Familie. Trotz körperlicher Schwäche blieb Wepper geistig rege und genoss die Besuche seiner Angehörigen. Sein Schaffen in Serien wie Der Kommissar und Derrick bleibt unvergessen und sichert ihm ein fortwährendes Andenken in den Herzen seiner Fans und Weggefährten.